Also der Effekt lässt sich eigentlich von der theoretischen Seite, und da gibt es auch schon seit Jahrzehnten Studien darüber, theoretische Studien, die eben sagen, Terrorismus lebt von Medien. Also wenn ein Terroranschlag passiert, da vorne um die Ecke in einem Restaurant und niemand berichtet darüber, dann hat ein Terroranschlag seine Wirkung verfehlt. Weil in 9 von 10 Fällen ist ein Terroranschlag nicht auf die Menschen speziell gerichtet, sondern ist darauf ausgerichtet, dass er eine gewisse Medienwirksamkeit erreicht. Und in der Definition von Terrorismus ist quasi schon eingearbeitet, dass die Aufmerksamkeit der Menschen und die Medienwirksamkeit der Anschläge das erste Ziel ist. Das heißt, wenn die Medien sich weniger darüber berichten würden, würden wir auch weniger Anschläge sehen, weil es eben diesen Effekt da nicht gibt, dass man sofort auf der ersten Seite der Bildzeitung steht. Nein, natürlich nicht. Aber ein gutes Beispiel oder einen guten Vergleich finde ich, wenn vor allem mit Journalisten, wenn ich mit Journalisten über das Thema spreche, die fragen dann auch, ja, darf ich jetzt nicht berichten oder ist es gegen die Pressefreiheit? Und das ist natürlich nicht das Ziel. Aber ein guter Vergleich ist die Berichterstattung über Selbstmorde. Also die meisten Journalisten verstehen, dass ich über Selbstmorde normalerweise nicht sehr sensationell berichte, weil eben es den sogenannten Werther-Effekt gibt, weil es dann Nachahmer gäbe. Das heißt, sie schreiben nicht auf die Titelseite, ein 17-Jähriger stürzt sich von dieser Brücke wegen Liebeskummer, weil wir dann genau wissen, in den nächsten Wochen und Monaten gibt es wahrscheinlich Nachahmungstäter. Und wenn ich Zeitungen durchschaue, sei es in Deutschland oder in anderen Ländern, dann wird auch so gut wie nie über Selbstmorde berichtet. Und wenn, dann nur sehr vorsichtig mit gewählten Worten und meistens auch mit Hilfe-Hotlines darunter und solchen Ausweisungen. Und in der Hinsicht ist Journalisten sehr klar, dass ihre Berichterstattung einen Effekt haben kann, einen kausalen Effekt. Nur leider im Terrorismus haben wir sowas noch nicht erreicht. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir nicht berichten sollten, aber wir sollten verantwortungsbewusst berichten. Wir wissen zum Beispiel, dass Täter, die wollen ihr Bild im Fernsehen sehen, sie wollen ihren Namen sehen und sie wollen eine gewisse Berühmtheit erlangen. Und das können die Medien auf jeden Fall verhindern, indem sie zum Beispiel ihnen die Genugtuung nicht geben, dass sie ihre Bilder zeigen, ihre Geschichte erzählen, ihr Manifesto veröffentlichen und ihren Namen nennen. Ja, und wie gesagt, bei Selbstmorden ist das Journalisten sehr klar, dass man das nicht macht. Nur bei Terroristen scheint das noch nicht so angekommen zu sein. Ja, es führt viel darauf zurück, eine objektive gegen eine reißerische Berichterstattung. Das sind so die groben Extreme. Und ich habe vorher ein Blatt genannt, das sehr bekannt dafür ist, reißerisch zu berichten und auf eine sehr emotionsgeladene Schiene zu gehen in solchen Sachen. Ja, das ist jetzt auch also meine Einschätzung, weil es sehr, sehr schwierig ist, das statistisch zu testen auf Kausalität. Aber dann, ja, wie gesagt, nochmal sich auf Fakten beziehen, nicht reißerisch berichten, nicht vor allem angeblich religiöse oder angeblich rassistische Motive vorschnell mit ins Bild zu ziehen. Vor allem bei den angeblich islamistischen Anschlägen in den letzten Jahren. Wie gesagt, hat sich oft später herausgestellt, dass persönliche Probleme, psychologische Probleme vorlagen, die ohne Zweifel mit hineingespielt haben. Aber was eben im Kopf bleibt, sind sofort diese Identitäten von Religion, von angeblicher Ethnie und so weiter. Und ich glaube, diese Verbindung sollte man tunlichst vermeiden, in jeglichem Falle. Und ja, wie gesagt, objektiv, neutral berichten, und nicht emotionsgeladen. Ich glaube, es ist das Wichtigste.